Hallihallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal PC-Check zu einem neuen Video. Heute mal wieder Snowguard, PC, TV und Electronics. Und zwar mit dem Gaming Line i5-14400F M2 RTX 4060 Ti OC Wi-Fi für 1649,90 €. Ihr habt vor kurzem einen Fertig-PC ohne Windows gekauft und wollt euch einen Aktivierungsschlüssel besorgen? Dann schaut gerne mal über den Link in meiner Videobeschreibung bei meinem Partner VIP SCD Keys vorbei, denn dort könnt ihr mit dem Rabattcode PCHK ganze 25% bei Microsoft-Produkten sparen. Zahlen könnt ihr ganz bequem via Sofortüberweisung, Visa, PayPal und so weiter. In meinem Fall habe ich PayPal gewählt, weil dies für mich die schnellste Variante war. Danach werdet ihr automatisch in euer Benutzerkonto weitergeleitet und könnt euch dort den Code anzeigen lassen. Den kopiert ihr nun, sucht über die Windows Taskbar Aktivierungseinstellungen, fügt dort den Code ein und dann habt ihr ein aktiviertes Windows. Für weitere Informationen und Produkte schaut gerne mal in der Videobeschreibung vorbei. Das System wurde uns vorgeschlagen von Gladiator bei uns im Videovorschläge-Kanal auf Discord und das schauen wir uns jetzt mal an. Kommen wir wie immer erst zu dem Bild. Das ist nicht so ganz fake. Also bei dem Gehäuse steht zum Beispiel nicht dabei, dass es weiß ist, aber es wäre Quatsch, wenn sie ein schwarzes nehmen, weil der Rest ist wirklich als weiß angegeben. Dann wäre es theoretisch ein Black-and-White-Bild, aber ich glaube, die gehen wirklich auf das weiße Case. Die Wasserkühlung, die da drin ist, stimmt. Der Arbeitsspeicher leider nicht. Das Board kann ich nicht so recht identifizieren. Grafikkarte könnte passen. Es ist jetzt nicht übertrieben dargestellt. Also da wird jetzt nicht irgendwie was gezeigt, wo ihr dann denkt, boah geil, das will ich haben. Zum Beispiel, es wird eine Wasserkühlung gezeigt, es kommt ein Luftkühler rein. Das ist hier nicht der Fall. Es kommt ganz grob hin. Starten wir auch direkt mit dem Gehäuse. Das ist ein MIDI Tower NZXT H5 Elite Edition mit Glasfenster. Wie gesagt, da steht jetzt nicht dabei, dass es weiß ist, aber ich gehe davon aus. Das bringt schon 240mm Lüfter in der Front mit, die auch RGB beleuchtet sind. Ihr habt dann an der Seite so kleine Seitenschlitze. Das ist jetzt nicht so ganz optimal, aber ist halt auch wegen der Optik so gewählt, dass vorne eine Glasscheibe ist. Es wird vom Airflow schon reichen. Ich hatte es selber leider noch nicht da, aber ich weiß, viele kaufen das, weil sie es halt einfach schick finden. Ja, bin ich ganz cool mit, ist okay. Ein Hecklüfter ist leider nicht mit dabei, war auch auf dem Bild nicht zu sehen von Snowguard, aber das wird ausreichen. Vorne kommt die kalte Luft rein, oben die Wasserkühlung bläst das Ganze wieder raus, also Kaminprinzip, ist völlig okay. Und das kostet 109 € bei Galaxus. Das Netzteil ist ein 750 Watt Corsair RM750 2021 White, da steht's mit dabei, ATX Vollmodular 80 plus Gold zertifiziert. Also die Specs habt ihr ja gerade schon mitgekriegt, ansonsten hat es noch 10 Jahre Herstellergarantie, ist eben auch in weiß gehalten, bringt leider noch nicht den neuen Stecker mit. Für die Grafikkarten von Nvidia finde ich ein bisschen schade. Aber gut, sie haben sich halt jetzt dafür entschieden. Dann müssen sie halt mit diesen Adapterstecken arbeiten. Sieht nicht so toll aus, ich weiß, aber so ist es leider. Immerhin sind die Kabel weiß. Das sieht man auch hier nochmal ganz schön. Das sind gesleevte Kabel in weiß, das passt dann halt gut zu der Gesamtoptik. 750 Watt reichen auch ganz dicke aus. Und das kostet 99,99 € bei Amazon. Das Mainboard ist ein Asus Prime Z790A Wi-Fi. Der Z790 Chipsatz ist sozusagen der beste Chipsatz, den ihr für den Sockel bekommen könnt. Ihr könntet damit theoretisch übertakten, ja, lasst es einfach, ist aber schön, dass es mit dabei ist. Wir haben gekühlte Spannungswandler, 4 RAM-Bänke, es können bis zu 4 SSDs verbaut werden. Hier kommt die Grafikkarte rein, die beiden Slots werdet ihr sehr wahrscheinlich nicht benutzen können, weil der Kühler der Grafikkarte das einfach überdeckt. Aber ihr habt noch 2 weitere für eine Capture-Card, eine Audio-Karte, USB-Erweiterungskarte, was auch immer ihr da reinschmeißen wollt. Was die Anschlüsse angeht, haben wir Mikrofon, Kopfhörer und Line-In-Anschluss, WLAN und Bluetooth-Antennenanschluss, die Antennen liegen mit dabei, schraubt ihr rein, dann habt ihr halt WLAN und Bluetooth, zum Beispiel halt ganz normal, um sich mit dem Netzwerk zu verbinden oder eben, ihr wollt irgendwie einen Bluetooth-Controller oder ein Headset anschließen, das funktioniert tadellos. USB Typ C ist mit dabei, Netzwerkanschluss, zweimal USB 3.1, viermal USB 3.0, nochmal USB Typ C, habe ich gerade übersehen und da haben wir noch die Onboard-Grafikanschlüsse. Da hier ein 14400F verbaut ist, könnt ihr die natürlich nicht benutzen, ihr müsst die Anschlüsse der Grafikkarte nehmen. Dazu kommt noch, den 14400er könnt ihr halt nicht so wirklich übertakten, weil es kein K-Prozessor ist. Aber das Board könnte es theoretisch. Das ist soweit okay, das Board. Auch in einem Whitebild sieht halt gut aus, hat leider kein weißes PCB, aber dafür diese weißen Akzente. Ist dann doch so ein bisschen Black and White, aber ist jetzt nicht so schlimm. Und das kostet 265,26 € bei T-Shop. Das ist erstaunlich teuer, das Board. Ich dachte echt, das wäre günstiger. Der Prozessor, wie eben schon angesprochen, ist ein i5-14400F. Der hat 10 Kerne, 16 Threads, 65 Watt TDP, kann sich allerdings auch 148 Watt im Turbo reinschrauben, beziehungsweise wenn ihr ihn offen laufen lasst, noch ein bisschen mehr. Und da unterstützt offiziell DDR4 3200 MTS oder DDR5 4800 MTS. Wie immer bei Intel, wenn ihr nur zwei Riegel nutzt, unter DDR5 6000 ganz easy und unter DDR4 3600 packt er auch. Mit dem könnt ihr daddeln, mit dem könnt ihr streamen. Ob ich jetzt noch auf Intel gehen würde, wo ja schon der neue Sockel da ist, also ihr könnt nicht mehr großartig erweitern hinterher, natürlich könntet ihr 14.900K oder so draufschmeißen. Ich weiß nicht, ob ich es machen würde.
Also wenn ich mir eine Gaming-Kiste hole, würde ich aktuell noch AMD nehmen, einfach aus dem Grund, weil die preis-leistungstechnisch gerade der 7800 X3D ganz geil sind, wobei der auch ziemlich teuer geworden ist in letzter Zeit, weil die Nachfrage halt einfach da ist. Und der Sockel von AMD bleibt halt länger bestehen. AM5 ist die nächsten Jahre auf jeden Fall noch safe. Bei Intel wechselt das halt spätestens alle 2 Jahre. Aber so standalone in der Kiste, warum nicht? Und der kostet 160,78 € bei csvdirekt.de. Die Wasserkühlung ist eine NZXT Kraken Elite 240 RGB Display Liquid Cooler White Wasserkühlung. Eine 240er Wasserkühlung reicht für den Prozessor aus, je nachdem, ob ihr jetzt halt die Limits einstellt oder nicht und wie lange ihr den belastet. Wenn ihr jetzt wirklich die ganze Zeit ungedrosselt 10 Minuten Video rendert, dann wird es irgendwann ein bisschen eng. Aber so zum Zocken und so reicht es erstmal. Die bringt auch noch ein Display mit, zeigt euch dann dementsprechend die Flüssigkeitstemperatur an und solche Sachen. Ist ganz nett. Ist halt auch ganz gut passend zum Gehäuse, weil ist beides NZXT, das ist okay. Und die kostet aber auch stolze 231,44 €. Das, was das Ganze hier so teuer macht, ist halt das Display und dass er halt weiß ist. Der Arbeitsspeicher sind 32 GB G-Skill Ripshot S5 DDR5 RAM Dual Channel Kit, 2x16 GB DDR5 6000. Jetzt fehlen uns da schon wieder die Timings. Das finde ich ein bisschen schade, deswegen muss ich jetzt CL40er nehmen, weil das sozusagen die schlechtesten Timings von diesem RAM sind. Ansonsten sind 32 GB okay. 6000 MTS ist sogar über der Spezifikation, dass die Timings halt nicht dabei sind, ist so eine Krankheit bei den Systemintegratoren. Einige schreiben es mittlerweile hin, andere wiederum nicht. Er ist jetzt auch nicht weiß. Das heißt, das ganze Ding ist weiß und ihr habt womöglich diesen schwarzen RAM da drin. Muss euch gefallen, nicht mir. Von der technischen Seite her ist es irgendwo okay. Ich hätte mir halt CL30 gewünscht, aber wir wissen nicht, was reinwandert. Und der kostet 95,90 € bei Alternate. Die Festplatte ist eine 1 TB Kingston NV2. Die hat eine Lesegeschwindigkeit von 3500 MB die Sekunde und eine Schreibgeschwindigkeit von 2100 MB die Sekunde mit TLC oder QLC-Speicher. Das Thema haben wir ganz oft, weil viele Systemintegratoren diese SSD einfach nehmen, weil sie wahrscheinlich im Einkauf ziemlich günstig ist. Ob ihr mit 1 TB klarkommt, müsst ihr selber wissen. Ich hätte da eher 2 TB gesehen, gerade bei dem Preis. Punkt, das ist ja schon so in Richtung 2000 €, da kann man ruhig mal 2 TB verbauen, machen auch viele SIs, aber gut, so ist es jetzt halt. Und qualitativ hätte man vielleicht auch eine bessere nehmen können, aber wie gesagt, viele Systemintegratoren setzen einfach da drauf. Und die kostet 50,90 € bei alza.de. Die Grafikkarte ist eine 8 GB Nvidia Asus Dual GeForce RTX 4060 Ti White OC. Was ich hier jetzt ein bisschen schade finde, ist einfach die Tatsache, dass sie die 8 GB Variante genommen haben, weil die gibt es auch als 16 GB Variante, da habt ihr in AAA-Titeln auf jeden Fall noch einen Vorteil. Die Grafikkarte ist gut für Full HD und auch WQHD, ihr könnt damit auch 4K spielen, so E-Sports-Titel und sowas, aber sobald ihr dann, sage ich mal, in 4K Cyberpunk spielen wollt, mit Raytracing auf volle Lotte und so, wird es ziemlich eng mit der Karte. Ich hätte da mindestens auch eine 4070 gesehen. Ich habe eben Angebote gesehen, die waren günstiger, die waren dann auch nicht weiß, sondern schwarz. Da war auch eine 4070 Ti super drin. Deswegen finde ich das echt ein bisschen schade. Aber das müsst ihr wissen, was ihr braucht, beziehungsweise ob ihr wirklich, nur weil es weiß ist, noch so viel mehr Geld ausgeben wollt und nicht einfach ein System nimmt, was schwarz ist und dafür eine Grafikkarte drin ist, was 3 Stufen höher ist. Naja, falls ihr sonst noch wissen wollt, wie viel FPS die Karte in verschiedenen Games schafft, unten in der Videobeschreibung ist ein FPS-Test. Und die kostet 409,63 € bei Galaxus. Als Betriebssystem haben wir Windows 11 Professional 64-Bit mit dabei. Ja, ist das aktuellste Betriebssystem, braucht man gar nicht mehr zu sagen. Und das kostet 37,40 € bei IT Hardpulse. Dann wären wir auch schon beim Endergebnis. Hier haben wir die SSD, den Prozessor, den RAM, die Grafikkarte, das Mainboard, das Gehäuse, die Wasserkühlung, das Netzteil und Windows. Und da landen wir beim Gesamtpreis von 1460,30 € und das System kostet 1649,90 €. Da habt ihr jetzt einen Aufpreis von bummelig 190 €, was tatsächlich gar nicht so schlecht ist. Es ist nicht maßlos übertrieben, der Preispunkt ist jetzt auch kein Schnapper, ist halt so ein regulärer Preis, also ja, was soll ich sagen, wenn ihr ein Whitebild wollt mit den Specs zu dem Preis, also abzocken tun sie euch nicht. Für mich ist einfach nur die Thematik jetzt da, es wird sehr, sehr viel Geld verbrannt, sei es das Board, sei es die Wasserkühlung. Die Wasserkühlung ist einfach schweineteuer, das ist so. Man kriegt halt wirklich bessere Performance, wenn es dann in Schwarz gehalten ist, für teilweise einen geringeren Preis. Ich meine nur, dass ihr es mal gesehen habt. Wir haben hier zum Beispiel einen PC 14600KF, der auch schon stärker ist als der andere Prozessor, mit halt 6000er CL30 RAM, auch 32 GB. Hier wissen wir aber, was wir bekommen. Auch nur eine 1 TB SSD, aber dafür eine 4070. Hier wäre noch ein System für ungefähr den gleichen Preis. 14600KF, 6000er CL30 RAM, 32 GB, eine 4070 Super. Krotos zum Beispiel hat ja auch ein System, was leider auf DDR4 noch basiert. Ob ich das jetzt kaufe,
kaufen würde, weiß ich auch nicht, aber es gibt's halt. 14600KF, 4070 Super, 32 GB und halt eine 2 TB SSD und solche Geschichten. Oder hier auch bei Dubaro, da gibt es sogar schon einen Intel Core Ultra 5, das sind ja die neuen Prozessoren mit dem neuen Sockel, mit einer 4070, auch 32 GB RAM DDR5, 1 TB SSD für 1600 €. Oder wenn man halt ein bisschen mehr Geld noch in die Hand nimmt, gibt's hier einen mit 14600KF, 4070 Ti Super, 32 GB. Ihr wisst, was ich meine. Wenn ihr wirklich Geld für diesen Designpunkt ausgeben wollt und wollt ein einigermaßen aktuelles System haben, ja okay, von mir aus, es ist nicht überteuert, aber ihr kriegt halt mehr fürs Geld. Gut, das wär's dann auch wieder mit diesem Video. Vielen Dank fürs Zuschauen. Lasst ein Däumchen nach oben da, wenn es euch gefallen hat. Bis dahin, auf Wiedersehen und ciao, ciao.